Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Einen Tag vor Season 8 gibt es Gameplay-Material zu der neuen Legende Fuse mit allen Fähigkeiten erklärt. Der YouTuber Das hatte wieder die Möglichkeit, schon ein paar Tage vorher die Legende ausgiebig zu testen, genauso wie bei der 3030 Repeater. Ich zeige euch ein paar Aufnahmen von ihm, kurz und knapp, zeige euch, wie die Fähigkeiten genau funktionieren, ein paar Stats dazu, wie viel Damage die Ulti macht, die Clustergranate und so weiter und so fort. Ist sehr, sehr interessant. Ich versuche das aber so knapp wie möglich zu halten. Jetzt schon mal wie immer einen Daumen nach oben da lassen, Abo, wenn ihr neu seid. Wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt und eine Frage erreicht mich immer wieder sehr häufig, wann startet die Season? Am 2. Februar um 19 Uhr ist offiziell bestätigt. Ich gehe mal davon aus, dass es bei der PlayStation wieder so 20, 30 Minuten nach um 7 passiert, weil es auf der PlayStation immer ein bisschen länger dauert. Bei der Xbox und PC geht das gefühlt, glaube ich, immer ein bisschen flotter. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde wieder in die neue Season reinstreamen, wer da Bock hat. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das auf YouTube oder Twitch machen werde. Ihr werdet es auf jeden Fall rechtzeitig mitbekommen. Das war's jetzt von mir. Viel Spaß bei den Aufnahmen. Fangen wir mit seiner passiven Fähigkeit an. Wir können zwei Granaten im Inventarslot stapeln. Das ist ja schon seit einer Weile bekannt. Was viel interessanter ist, dass er sämtliche Granaten mit seinem taktischen Arm, sage ich jetzt einfach mal, höher, schneller und weiter schießen kann. Und vor allen Dingen auch sehr, sehr platziert. Schaut mal die Thermitgranate, die feuert er bis zu diesem Berg, letztendlich bis zu diesem Fadenkreuz, wo er auf dem Banner das Fadenkreuz richtet und das Banner quasi angezündet wird. Das ist schon eine enorme Reichweite, wie ich finde. Direkt jetzt zur taktischen Fähigkeit gewechselt, seine Clustergranate, mit der man eine Menge kaputt machen kann, zerstören kann. Cooldown-Zeit 25 Sekunden. Die Cooldown-Zeit von der Ulti habe ich jetzt übrigens nicht. Die Clustergranate sollten alle Explosionen den Gegner treffen. Machen wir maximal 50 Schaden. Man kann mit dieser Clustergranate so ziemlich alles zerstören, was irgendwie eine Legende nur aufbauen kann. Meistens ist es eine Frage, wie viele Explosionen triffst du mit dieser Clustergranate oder eben die Masse an Clustergranaten oder eben die Mischung vielleicht noch mit einer Granate. Ansonsten kannst du wirklich tatsächlich fast alles mit einer oder mehreren Clustergranaten zerstören. Was sehr interessant ist, auch die Barrikade, die ja eigentlich 200 Schaden kassiert, die kannst du mit einer einzigen Clustergranate zerstören. Das finde ich sehr, sehr interessant und das finde ich auch gut so. Sheila selber bräuchtest du theoretisch, wenn du rein nur mit Clustergranaten arbeiten möchtest, bräuchtest du theoretisch 3 Stück, die komplett treffen sollten, damit du Sheila zerstören kannst. Haust du aber einfach vielleicht eine Clustergranate hin und noch eine normale Granate, dann sollte das auch nicht so schwierig sein oder schießt einfach drauf. Der Lobershop mit einer platzierten Clustergranate, kein Problem. Watson-Zaun ist logischerweise unempfindlich, sowohl für die Clustergranate als auch die ultimative Fähigkeit. Wäre auch schlimm, wenn das nicht der Fall wäre. Kurz-Gasfallen kann man nicht zerstören. Sie werden ausgelöst, weil es logischerweise ein flächendeckender Schaden ist. Es sei denn, die Gasfalle wird gerade platziert und hat sich noch nicht komplett aufgebaut. Dann kannst du natürlich problemlos die Gasfalle zerstören. Auch die Ulti von Revenant ist ganz klar. Die Kryptodrohne, eher unwahrscheinlich, dass wir da so eine Clustergranate drauf schießen, weil sie meistens relativ hoch platziert wird. Und im Zweifel ballern wir da eh mit einer Waffe drauf. Die Horizon Ulti zum Beispiel kann man nur in Kombination, wenn man rein von den Fähigkeiten von Fuse ausgeht, mit einer Mischung aus der ultimativen Fähigkeit und einer Clustergranate zerstören. Eine einzelne Clustergranate sollte hier nicht ausreichen. Mirage Decoys. Hat er sich gerade erst unsichtbar gemacht, reicht ebenfalls eine Clustergranate. Wenn er aber schon ein paar Meter gelaufen ist und die Decoys sich verstreut haben, dann kannst du das knicken. Auch hier dieser Kunstschuss, ich denke, da brauchen wir nicht drauf eingehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir das treffen, ist wahrscheinlich verschwindend gering. Und hier macht er sich jetzt in der Aufnahme mal den Spaß und schießt vertikal nach oben und zieht euch jetzt mal rein, wie lange es dauert, bis die Granate wieder runterkommt. Das dauert Sekunden. Achtung, hier sehen wir sie gleich wieder runterfallen. Na, wo bleibt sie? Da kommt sie wieder runter und hier kommt auch das Warnsignal. Nützt dir wahrscheinlich nicht viel, aber es ist schon interessant, wie weit nach oben man das Ding ballern kann. Jetzt kommen wir zur ultimativen Fähigkeit. Hier habe ich, wie gesagt, die Cooldown-Zeit nicht. Was interessant ist, im letzten Trailer sah es so aus, als könnte man
weil der Ring of Fire sich sehr lückenhaft ausbreitete in dem Trailer, sah es so aus, als könnte man auch zu Fuß an bestimmten Stellen des Ring of Fires durchlaufen. Dem ist nicht so. Es war einfach so, dass das Feuer sich zu dem Zeitpunkt noch nicht komplett ausgebreitet hat. Was einfach klar sein sollte. Ach so, hier übrigens der Impact. Wenn du die ersten, ich sag mal, Flammen triffst, machst du einen Grundschaden von 35 und der Schaden über Zeit kann noch mal maximal 75 betragen. Das ist schon enorm. Solltest du so schlau wie der Kollege hier sein und zündest das Ding in einem Gebäude und bist von dem Impact selber betroffen, kriegst du natürlich auch Damage. Hier sehen wir, wie weit er die ultimative Fähigkeit schießen kann. Sollte der Punkt rot leuchten, kannst du ihn da nicht hinfeuern. Aber die Reichweite der ultimativen Fähigkeit ist schon enorm. Die zu kontern ist übrigens auch relativ simpel, wie ich finde. Hier gibt es übrigens noch eine Kombination aus verschiedenen Squadmates. Haust den Ring of Fire irgendwo hin, haust dann eine Gasfalle oder ein Gibby Airstrike rein und die Leute freuen sich. Das in der Praxis umzusetzen, so dass du richtig Freude dran hast, ist natürlich verschwindend gering. Das klappt, glaube ich, nur, wenn du wirklich gerade einen Squad beim Looten erwischt oder dann Gunfight irgendwo von der Ferne beobachtest, wo du dich als Third Party, sag ich mal, einbaust. Ansonsten, diese Kombination ist, denke ich, sehr, sehr schwer zu meistern, dass das funktioniert. Auch diese Falle finde ich enorm geil. Du rennst mit Wraith von den Gegnern weg, machst ein Portal und am Ende des Portals haust du einfach die Fuse-Ulti hin. Das könnte eine Menge Freude sein. Aber kommen wir nochmal auf das Kontern zurück. Wraith machst du dich in dem Ring of Fire einfach unsichtbar, stellst vielleicht noch ein Portal für deine Squadmates. Horizon sollte klar sein mit dem Gravity Lift, Octane Jump Pad oder der Pathfinder Grappling Hook sollte auch klar sein. Lediglich bei dem Pathfinder brauchst du wahrscheinlich auf einer offenen Fläche das nicht zu versuchen, dann wirst du wahrscheinlich trotzdem Schaden über Zeit bekommen, weil du ja doch schon eine gewisse Höhe brauchst, irgendwas, was in der Nähe ist, wo du dich hochgrabbeln kannst. Ansonsten, wenn du es einfach nur über die Freifläche versuchst, wird das wahrscheinlich nicht klappen. Und was hier interessant ist, ihr habt es, glaube ich, gesehen, ich mache hier nochmal ein Stück zurück. Hier ist quasi ein Teammate gerade von den Flammen betroffen und bekommt keinen Schaden. Das finde ich merkwürdig. Also ob das ein Fehler ist oder nicht, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil wir kennen ja, haust du dir eine Granate selber vor den Latz, bekommst du, also zumindest bei einer Thermitgranate war es meiner Meinung nach so, wenn das eine befreundete Thermitgranate ist, bekommst du doch selber Schaden. Oder irre ich mich? Also haue ich mir selber eine Granate vom Latz, kann ich mich selber hitten, das ist klar. Haut mir ein Teammate eine Granate vom Latz, bekomme ich, glaube ich, keinen Schaden. Aber bei der Thermitgranate bin ich mir jetzt tatsächlich nicht so sicher. Das war alles, was ich vorerst zu Fuse zu sagen habe. Wie gesagt, es gibt wahrscheinlich nochmal ein eigenes Gameplay von der Repeater 3030 und Fuse in Kombination, weil ich denke, es lohnt sich nicht, beides nochmal getrennt zu analysieren. Ich denke, ich habe da genug vom Kollegen das gezeigt. Ich glaube, es ist ein amerikanischer YouTuber. Wenn ich mich nicht täusche, ich verlinke den Kollegen natürlich auch nochmal unten, wer da nochmal reinschauen will. Das soll es ansonsten von mir gewesen sein. Wie gesagt, ich streame in die neue Season rein am 2. quasi morgen um 19 Uhr geht's los. Ich werde 1-2-3 Stunden vorher auf jeden Fall schon online sein. YouTube oder Twitch, lasst euch mal überraschen. Ich habe mich da noch nicht entschieden. Also schaut am besten vorbei, Abo da lassen oder eben ein Follow auf Twitch. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann verpasst ihr auch nicht die Information, wenn ich dann online sein sollte. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Start in die Woche. Viel Spaß schon mal vorab jetzt für Season 8 und hoffentlich so störfrei wie möglich. Das war's jetzt von mir. Haut rein. Ciao.